Freunde, heute ist nicht nur ein besonderes schönes Wetter hier. Nein, heute ist auch der Tag, wo wir gucken können, was, naja, das Party schon angedeutet hat. Und ich habe sogar noch ein paar, ich habe sogar noch einen Schlangenkopf gefangen und der Wanderbräuling, der immer mir abgehauen ist. Und ein Ballon kam noch angeflogen, ein Geschenk drin. Ledersessel. Ja, nice. Leute, es läuft gerade bei uns. Das Spiel scheint mir gerade dankbar zu sein, dass ich es wieder Let's Play. Ich hoffe, ihr seid es auch. Und jetzt schauen wir mal, wo ist denn was hier? Ich mache immer Loki Loki. Ist heute irgendwas Besonderes? Nein, immer noch kein neuer Bewohner. Mist. Naja, gut. Man darf auch nicht zu viel verlangen. Wenn man zu gierig wird, dann weiß man die kleinen Sachen nicht mehr zu schätzen. Die Muscheln haben hier leider noch nicht wirklich viel am Wert. Och, du heiliger Bimbam. Was? Alter, ich habe das UFO kaputt gemacht. Das war mir schon klar, wie, aber. Alter. Guck mal, was alles im Wasser liegt, ey. Hallo? Gulliver? Autsch, aua. Ich wurde gerade gestochen. Ich glaube, es war eine Weltraumqualle. Nein, nein, nicht dein letztes Essen. Lass noch etwas davon übrig für mich. Ich kann mich atmen. Ich kann nicht. Num, num, num. Mutti, lass mich heute. Heute ist doch gar keine Schule. Nein, nicht das letzte Essen. Lass noch was davon übrig für mich. Ey, jetzt mach mal auf, Gulliver! Wie krieg ich den denn wach? Aufstehen! Wer ist mir so übel im Raumschiff, wird mich immer raumkrank. Buh! Habe ich dich erschreckt? Ich habe dich erschreckt, oder? Man nennt mich Gulliver, mein kürbisköpfiger Freund. Ich komme aus den tiefsten raumigsten Ecken des Weltraums. Weißt du, eigentlich hatte ich ja eine dramatische Landung genau vor unserem Rathaus, genau vor eurem Rathaus geplant. Ich sehe die Szene in ihren ganzen dramatischen Schönheit vor mir. Nach einer perfekten Dreipunktlandung, komplett mit Rauch und blinkenden Lichtern und all dem, komme ich aus meinem Schiff, die Arme in einer wohlfühlenden Geste der Begrüßung erhoben und dann erkläre ich, ich komme in friedlicher Absicht. Voller Ehrfurcht liegt ihr dann alle eure Werkzeuge der Zerstörung nieder, schleudern und so. Ups. Wie du ohne Zweifel schon festgestellt hast, ist es in Wirklichkeit etwas anders abgelaufen. Junge, Junge, das ist hier vielleicht mächtig in den Sand gesetzt. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Er wird höchste Zeit wieder in den Himmel zusteigen. Ich glaube es nicht, es ist nicht hier, es ist weg, es darf nicht wahr sein. Mein Fulugistoli Fulivani Protoplasmie, egal wie es heißt, mein Raumschiffsteil ist weg. Mann, und dieses Ding kann ich nicht starten, also könnte ich schon. Aber ich will nicht. Sonst dauert es ewig genug, mein Raumschiff wieder so unglaublich langsam. Und das ist kein Spaß. Du da, harmlos aussehender Weltraumjunge. Bin ich nicht eigentlich ein Erdling? Du musst mir helfen. Such meinen Dings da. Ich habe doch schon einen Teil gefunden, das lag genau neben der Abschussstelle. Ich muss den Raumschiffteil finden und schleunigst verschwinden. Ist das echt nur ein einziges Teil, was irgendwo ist? Das habe ich doch gestern gleich neben dem Klippe gefunden, wo ich ihn abgeschossen. Wow, mein interstellares Astro-Ding. Mein fehlendes Raumschiffsteil, du hast es gefunden. Gut gemacht, damit kann ich mein Schiff raumfähig machen. Oder zumindest in den Zustand bringen, in dem es vor Bruchlandung war. Oh, wie unhöflich von mir. Weltraumkind, bitte nimm dies als Geschenk von meinem Stern als Dank für deine Freundlichkeit an. Das war schon? Man muss hier nur ein Teil suchen. Eins. Ich glaube sogar, es ist sogar. Okay, das Go ist ja viel größer, aber in New Rises musst du 5 fucking Teile suchen. Ich stamme von meiner Heimatwelt. Für deine unerfahrenen Augen muss es recht seltsam aussehen. Und damit begebe ich mich zurück in den Sternen, von denen ich gekommen bin. Die Chancen sind zwar gering, aber ich hoffe, dass wir uns eines Tages wiedersehen. Leb wohl. Ja. Entweder ich auf Anhieb sau viel Glück oder ich komme hier vom Gegenstand. Ritterrüstung. Ja gut, eine Ritterrüstung kann man mal haben. Der Gulliver gibt auch uns seltenere Sachen. Ich hatte mir tatsächlich ein bisschen was anderes vorgestellt gehabt, außer der Ritterrüstung. Aber ist ja schon geil, dass wir überhaupt den jetzt getroffen haben. Der Raumfahrt ist nichts für Leute mit schwachen Nerven. Allein diese Preisen, die ich für meinen Raketensprit bezahle, ich will vielen Haaren zu Berge stehen.
Wie in echt, damit zahlst du auch ordentlich. Viel Geld für Sprit. Und nein, ich meine nicht den Alkohol, ihr Sobkwe. Ich meinte für Auto. Und das sagt ja Spiel damals schon, ey. Das ist der Jahrzehnte her. Naja, Gulliver läuft jetzt ein bisschen rum. Ja, nice, haben wir einfach mal Gulliver gefunden. War abgeschossen. Ja, dem, ich bin glücklich. Das war schon ziemlich, ziemlich nice. Und eigentlich ist es mal hier ein bisschen fröhlicher Sommer. Fällt mir gerade an, mir fehlt noch eigentlich was im Sommer. Es sieht mehr aus wie Frühling tatsächlich, aber meine Sachen kann man ja schon kriegen. Mir fehlen nämlich hier die wunderschönen, nervigen Insekten. Die wisst doch, was ich meine. Ich mag jetzt für die Leute, die spoilern, die sie noch nicht kennen. Deswegen sage ich dazu noch nichts. Und da steht was. Zeig mal her. Bratas Neukein. Soeben wurde neue Söldner geliefert. Azurtüchchen. Naja, ich habe ja das Azurzeit so gut wie. Also kann ich eigentlich da mal gucken, ob ich das mitnehme. Clara, was sagst du? Alles gut? Oh, hallo Nido, ich hoffe, dir geht's gut. Bist du Mitglied der chemischen Hauses? Ich bin so lange stolzes Mitglied, falls du noch nicht wusstest. Aber ich frage mich, ihr Standskriminalitätshemmende geworden sind. Ich finde es ja so, lange man selbst glücklich ist, ist die Punktzahl egal. Ach, Clara, die ist auch so eine Liebe. Gut, das kann ich mal eben kurz noch wegnehmen. Hier kommen die wunderschönen Veilchen langsam durch. Ach, ist das schön hier. Gleich nochmal eben kurz zum Museum, dann noch die Sachen abgeben. Die Ritterrüstung kann ich gleich mal aufstellen. Ich denke mal, ihr seid bestimmt daran interessiert, wie die aussieht. Auch wenn ich mir tatsächlich eher vorstellen kann, dass die Ritterrüstung an sich nichts Tolles ist. Ich meine, das ist nur eine Ritterrüstung, das ist. Da wäre mir irgendwas anderes lieber gewesen. Ich sage, keine Ahnung, eine Pharaonenmaske oder so. Aber ich bin schon froh überhaupt. Ich weiß aber gar nicht mehr, wie das in White World war. Ich glaube, da hast du auch seltene Teile gekriegt gehabt, aber ich glaube, da war es sehr, sehr, sehr schwer. Ja, Poke lasse noch ein bisschen in Ruhe, weil der interessiert mich wirklich rein gar nicht. Und ich hoffe, bei mal irgendwo kommen hier neue Blumen durch. Das wäre eigentlich ziemlich nice. So, ich glaube, jetzt bin ich aber hier einmal komplett rumgelaufen. Was ist denn da los? So geht's ja nicht, ihr Sack. Ich höre da einen Floh. Wir hatten hier gerade ein Floh-Problem. Der Fritz. Ganz ehrlich, bei Fritz muss man so sehen, das ist ein Frosch, der hat doch gar keine Haare. Boah, es geht nicht, es juckt nicht mehr. Endschreib, du bist im Floh und Ninja-Meister. Wahnsinn, ich bin dir was schuldig. Kein Problem, du. Wofür hast du, Freunde? Gut, ich glaube, ich muss vorschlagen, wir schauen uns mal unsere neueste Ausbeute mal an. Und wir können auch vielleicht mal zur Stadt fahren, aber ich ja auch schon lange nicht mehr da. Und snocken wir sie noch. Okay, die Ritterrüstung. Mal schauen, wie sieht sie aus. Ach ja. Sieht doch okay aus. Bringt bestimmt ordentlich Punkte bei der Akademie schon nach Hause. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ach, weil früher haben die noch ordentlich am Wert gehabt. So. Die Ritterrüstung ist versorgt. Ich bin gerade überlegen, ob ich noch irgendwie kurz was angeln oder so soll, in der Hoffnung, da muss ich nicht zweimal zum Museum laufen. Da habe ich nachher auch keinen Platz mehr. Ich nehme den Fisch mal eben mit. Vielleicht ist das auch irgendwas, was ich noch nicht habe. Das ist ein Neonsammler, den will ich wahrscheinlich schon haben. Auch sehr schöne Fische, habe ich eine Zeit lang auch im Aquarium gehabt, als ich früher noch nichts hatte. Ich würde mir tatsächlich sogar... Eigentlich, wenn ich ehrlich bin, hätte ich auch nichts dagegen, nochmal ein Aquarium zu haben. Aber, ja doch, eigentlich spielt nichts dagegen. Ich muss nur überlegen, wo ich das hinpacken würde. Ein Sonnenbarsch. Mhm. Da hätten wir bestimmt Probleme. Müssen wir mich mit Line mal kurz schließen. Nein, da war großer Fisch und die habe ich verscheucht, ich Trottel. Blöde Sache, das. Aber, spontan würde mir tatsächlich keinen Platz einfallen für ein Aquarium.
Gaming-Ecke schon belegt, Wohnzimmer ist auch schon belegt, also Wohnzimmer ist eigentlich so gut wie voll, das glaube ich, man kann höchstens bei Tür damit nochmal, aber eigentlich ist hier aber absolut kein Platz für irgendwo aquariumstechnisch leider. Aber ich, irgendwann will ich mir nochmal wie eins holen. Ich finde es ja eh immer interessant, dass zum Beispiel einer, der das Mutana Black Aquarium hat. Ich meine ganz, ich kann mir irgendwie Mutana Black nicht vorstellen, wie der sich um Fische kümmert. Und so das Wasser aus, naja. Draußen, das kann ich mir nicht vorstellen. Apropos, wisst ihr, wie man überhaupt Wasser im Aquarium wechselt? Man hat nämlich so einen Schlauch. Man sagt, da packe ich mich rein. Also ein Ende des Schlauches ist im Aquarium, ein Ende kommt halt, habt ihr? Und dann saugt ihr es einmal kurz an. Also ob ihr gerade einen kräftigen Schluck nehmen wollt. Also einmal richtig schön kräftig ansaugen. Und dann kann es mal passieren, dass ihr ein bisschen davon was schluckt, aber es ist ganz normal. Und dann lässt ihr es einfach sozusagen, dann läuft es automatisch raus. Also einen Eimer schön daneben haben. Habe ich früher schon eigentlich ganz gut hingekriegt gehabt. Beim ersten Mal habe ich mich auch erstmal verschluckt. Mein Opa hat sich schlapp gelacht. Der hat mir jetzt mich gezeigt gehabt. So wie es so geht, der lacht erstmal da wie so ein Weltmeister rum, während ich da so das halbe, gefühlt das halbe Aquarium getrunken habe. Aber wenn er es gut fand. Ihr wisst doch, wie Familie sind. Erst lacht man und dann ist man besorgt. Zumindest kenne ich das so in meiner Familie, wenn irgendwas passiert ist. Wenn Vater von der Leiter fällt oder ich was kaputt mache, gut, okay, wenn ich kaputt mache, dann habe ich immer einen auf den Deckel gekriegt, aber wenn irgendwas anderes passiert, was? Noch ein Ledersessel? Toll, hier habe ich Ledersessel gefunden, jetzt schmeiß ich mal Ledersessel weg. Moment, Leder. Das könnte von Dings sein. Das könnte von Michelle sein. Wahrscheinlich zu oft durch, ja. Aber eigentlich ist das erstmal, was man lachen tut. Ich meine, das ist ja auch bei mir und Line so. Line ist ja auch, wenn sie mir wehtut und was passiert, erstmal kurz gelacht und dann gefragt, ist alles okay? Und dann wird weiter gelacht. Das ist, glaube ich, auch immer ein bisschen was anderes. Wenn man da blutend sitzen würde, dann würde man, glaube ich, nicht mehr. Dann weiß man schon, aber ey. So, Barsch, alles weg. Sonnenbarsch, Leersessel. Ich glaube, mehr kommt da jetzt nicht bei rum. 990, ach, das ist ja nix. Dann kann ich mir gerade mal ein bisschen hier die Dinger leisten. Die Blumensamen. So, das ist das berühmte Azur-Stückchen. Das finde ich viel geiler. Stufenschrank. Ja, die kann ich geben. Ja! Den Stufenschrank finde ich viel cooler. Jetzt noch irgendwas Japanisches wäre noch nice. Imbisskacheln, nee, das muss gut sein. Ich glaube, ich mache mir auch so ein japanisches Zimmer. Und ich muss niesen. Das ist ein bisschen unprofessionell. Ja. Entschuldigung. Keramikfliesen, ah, das ist doch alles Mist hier. Was will ich denn damit? Acelin-Bonsai. Da kann ich aber nicht so viel mitnehmen. So. Ein hervorragender Herr, Sonnenangebot, das für Tischchen. Gut. Hat sie vorher auch bestimmt noch gelohnt gehabt. Ich brauche echt mal ein weiteres Zimmer. Das ist, weil man hier nicht so viel lagern kann. Tatsächlich ist das, glaube ich, so mein Problem in New Horizons. Dadurch, dass man jetzt Items lagern kann, also richtig viel lagern kann, nutze ich, glaube ich, packe ich die alle erstmal ins Lager und später denke ich mir so, ja, irgendwie später was Brauchbares zusammenstellen. Ich glaube, das ist sogar das größte Hauptproblem. Ich glaube, das Lagersystem macht faule Menschen noch fauler, tatsächlich. Und ja, ich sehe mich schon mal als faul an. Deswegen, ist ein bisschen suboptimal. So, packen wir nochmal hier schön in die Ecke was rein. So, Alpenfeilchen. Kann ich das noch irgendwo reinpacken? Ah, das will ich, glaube ich. Oh, hier. Huch, ist denn die Libelle auf dem Stein? Ich glaube tatsächlich, ja.
Finde ich ganz cool, dass sie damals schon dran gedacht haben. Ich meine, New Horizons gibt es auch schon. Aber dass die Insekten auch auf Steinen und Eis landen, das finde ich schon ziemlich nice. Ich glaube, hier habe ich die Leute schon gegossen. Und ich muss noch mal immer die Axten wegpacken. Es braucht einfach viel zu lange, erst mal durchzuwechseln. Wir können mal in die Stadt gucken und mal schauen, ob die gute Grazia was anderes hat. Huch, was ist denn los? Hey Nilo, hast du einen Moment Zeit? Ich finde Freundschaft sehr viel deine Sache, um sie auf den nächsten Level zu bringen. Dann meine ich, dass wir heute jedes Glas Community teilen sollten. Wir brauchen eine Begrüßung. Na gut, weil ich ja mal gesagt habe, dass Clara Maline ist. Wird so schnulli geschrieben? Glaube nur mit IE, nicht mit IE. Nein, ich hab Schuli geschrieben. Ich habe das N vergessen. Ich habe nicht Schnulli geschrieben. Das Schnu. Scheiße. Du bist ein N doch hin. Oh, ich habe Schuli geschrieben. Hey, Schuli. Alles gut? Oh Gott. Hoppala. Das hört sich so an, als ob ich gerade zur Schule gehe, so ein kleiner großes Grundschüler bin. Lalalilalai, lauf die Kreuzschule. Hey, Schuli! Pack dir das Auto auf! Schuli, was machst du da drüben wieder? Toll. Toll. Schuli, das hört sich auch an. Können wir auch gut für Fußball benutzen, statt Schiri, weiß, wo das Auto steht. Schuli, weiß, wo das Auto steht! Würde auch gehen. Oh Gott. Ich habe mich gerade selber noch mal unterboten, ey. Ach, meine Güte. Tja, Epic Fail. So, ich gehe mal. Ich möchte das Schild gießen, ich möchte in die Stadt. So, ich fahre mal zur Stadt. Und ich erspare euch einfach gleich mal die Szene. Und wir sehen uns da gleich wieder. So. Und, ach, die Stadtmelodie habe ich irgendwie vermisst. Wir können uns auch eine neue Frisur mal machen. Warum nicht? Ich sehe da ein paar interessante Charaktere. Wer bist du denn eigentlich mal? Hermann, ich bin ohne Bares hierher gekommen und naiven Hoffnung, dass der Bankautomat funktioniert. Aber mein Konto ist total blank. Ich habe alles aufgebraucht, um einen Kredit abzubezahlen. Der sieht eigentlich auch ziemlich interessant aus. Achso. Das wäre so ein schön. Ich weiß nicht, aber der trägt. Ja, Make-up. Bianca! Ich habe da Mischka. Manchmal sehe ich den Ballonmann hier in der Gegend, aber er scheint gerade nicht da zu sein. Blanca ist auch ein neues. Wer ist das hier? Timo. Das ist. Die Großstadt ist wahnsinnig aufregend. Ich bin mal ganz kribbelig, wenn nachts die Lichter hier erstrahlen. Urpelt er die Stadt, die aussehen und wirklich leuchten und prachtvoll. Das ist, glaube ich, Zinobi, ne? Ja. Auch ein Bewohner, der schon seit Wild World mit dabei ist, hatte ich auch mal gehabt. Ob ich wohl genug Geld dabei habe, vielleicht sollte ich beim Bankautomat vorbeischauen. Ist, glaube ich, tatsächlich bei vielen von euch auch beliebt. Also ich habe schon mal ein paar Mal gehört gehabt, dass Zinobi eine der Ziegen ist, die tatsächlich sehr gerne gemögt sind. So, einmal ein Haarschnitt. Ach. Na, gucken, was heute rauskommt. So, machen wir mal das Karottenrot bitte weg. Sagen wir mal, er war ausgeflippt. Für diese Dinge interessierst du dich also nicht. Würdest du sagen, da ist krass mal etwas, dass man arbeiten muss? Ja. Absolut, alles klar, ich glaube, ich weiß, was schon mal. Und das Haarfarbe angeht.
was Kühles mache ich mal. Strahlend. Oh, ein paar Strahlend. Das habe ich, glaube ich, nicht gehabt. Okay. Strahlend. Was könnte denn strahlend sein? Wahrscheinlich pink. Nee, pink ist nicht kühl. Ey! Wie ist fertig? Hier steht ganz und gar fabelhaft. Ich habe weiße Haare. Juhu! Ich bin im All! Ich bin alte Oma! Ey! Ganz im Ernst, das ist gerade mit dem weißen Haar. Jetzt bisschen okay aus. Strahlend mit weiß, also mit Perwoll gewaschen, finde ich, ist schon nice. Oh, da ist Jens und komischer Igulenzen-Frosch. Daune! Ich gucke mir das muss mal an, da kann ich schon mal an. Ich verstehe gar nicht, wie manche Leute nicht von innen Einrichtungen begeistert sein können. Aber wir sind grausam teuer hier. Ich muss irgendwo, ja. Und Jens mochte ich. Jens ist cool. Ich wollte von Geld vom Automat abheben. Dann ist mir eingefallen, dass ihr erstmal Geld auf mein Konto sein muss. Ja, ich komme auch bald in so eine Zeit, Jens, wo ich auch dann der Schädigste drauf habe. Traurig, aber wahr. Wenn ihr Mitleid mit mir habt, bitte lasst ein Like da und empfehlt mich weiter. Ach, die Möbel sind das hier. Ah, die sind auch mit von Graziza sehr berühmt hier. Das sind Droge auf. Kunstlederweste. Ich bin die Maid, die den Arsch aufreißt, tut. Ja gut, nehme ich mal mit, aber es ist sehr teuer. Ey, was ist das? Was ist das hier? Bademantel? Das ist ein Judo. Das ist so Karate-Opfer. Aber ich finde, das Blau sieht ja schon ziemlich geil aus. Granzizabett, ja. 120.000, okay, dann auch Schnäppchen. Das ist wirklich ein Schnäppchen. 120.000 kannst du nicht sagen. Ach, joa. Gut, in der Stadt hat sich nicht wirklich viel geändert. Wir können mal kurz gucken, ob da jetzt noch irgendein Charakter ist, der neu ist. Den wir vielleicht nicht kennen. Schmiedekatze, ich glaube, die habe ich aber schon mal gezeigt gehabt. Das finde ich aber cool. Ein komischer Bär. Ah, Sophie! Ah, ich muss sofort meine Zukunft voraussagen lassen. Habe ich genug Geld dabei? Bestimmt erfahre ich diesmal mehr über meinen. Okay, ich mag Sophie. Sophie ist cool. Ja, aber ich würde mal vorschlagen, bevor wir den Part beenden, zeige ich euch nochmal das Museum und wir geben unsere neuesten Eroberungen ab. Aber, weil es ein langer Weg ist, cutte ich für euch. Also, bis gleich. Okay, Freunde. Einmal kurze Info hier. Okay, Raya Brookschmerz, den habe ich. Aber ich habe nämlich gerade noch was gesehen. Eigentlich wollte ich euch gerade zum Wiggs Museum, aber schaut mir das an. Da ist doch ein dicker Brocken. Versucht ihn mal zu fangen. Puh. Oh, schau mal an. Noch ein Schlangenkopf gefangen. Moment, ja, ist ja gut. Den Schlangenkopf mag ich ja sehr gern, deswegen tschüss. Würde mich mal vorschlagen, dass wir nochmal eben kurz die Sachen jetzt abgeben. Brauche auch gar keine Karten mehr machen. Ich bin gerade überlegen, ob ich noch vielleicht noch eine Folge aufnehmen soll und wie tatsächlich in den Abend hineingeht. Freunde, bitte vergesst jetzt nicht, weil ich jetzt hier gerade ein bisschen schon ein paar mehr Stück aufnehme, bitte reinzuschreiben, ob ihr Interesse habt an, naja, bestimmte Themen, worüber ich mal ansprechen soll. Aber dann brauche ich aber auch eure Hilfe. Das wäre nämlich sehr, sehr nett. So, den Wanderbläuling, den habe ich bestimmt noch nicht abgegeben. Für Fang dieses Schmetterlings gebührt ihm großer Respekt wegen einer ungewöhnlichen Flugweise, nennt man ihn Wanderbläuling auch König der Schmetterlinge. Er fliegt so schnell, dass Sammler ihn meist nur mit Fallen fangen können. Mich würde ja ein Rennen auf jeden Fall schlagen, zumal ich wohl vorher vor Ike ohnmächtig würde. So, und jetzt fehlt uns noch die wunderschöne Schlangenfisch. Schlangenkopf. Schlangenkopf, diesen Wesen sind bekannt für ihren großen Appetit. Die Schlangen greifen sich ihre Beute und lassen dann alles im Welt nicht mehr los. Obwohl auch ihre Beute Schema passe?
Mit einem paar wohlgezielten Eintritten kann man sie dann aber sicher überzeugen, loslassen. Sie jagen auch sie nicht das ganze Jahr über. Sie verabscheuen Kälte und halten deswegen mit der Schlaf. Ich habe einen passenden Spitznamen für sie gefunden. Geisel des Sommers. Treffen, tu, findest mich. So. Abgegeben, Wunderbärchen. Ach, müsste ich in der Reihe gucken sollen. Aber das will ich, glaube ich, mal ausgeben, immer nochmal machen. Das ist ja nicht der Rede wert. Freunde, ich würde aber jetzt erstmal vorschlagen, ich beende hier den Part und wir sehen uns dann wahrscheinlich heute Abend wieder. So, am gleichen Tag. Ich zeige euch mal so, könnt ihr mal gucken, was nachts hier abgeht in Animal Crossing. Also dann, meine Lieben, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.